Im Hochkar war über die Feiertage viel Betrieb. Da die Schneelage ab Weihnachten so schlecht wurde, war das Skigebiet bei Göstling aufgrund seiner Höhe immer noch mit Kunstschneepisten offen. Zwar nicht alle Pisten, aber genügend, um sportlich Ski zu fahren. Die Skibegeisterten lassen sich trotz steigender Liftkartenpreise und schwierigen Wetterbedingungen die Freude am Schneeurlaub nicht nehmen. Die Leute wollen Skifahren, wollen Spaß haben und die werden sich auch den Spaß nicht nehmen lassen, denke ich. Es ist schon teurer geworden, aber ja, man mag halt Skifahren und darum. Wir kommen jedes Jahr ein- oder zweimal. Wir kommen aus Ungarn. Der Weg dauert etwa 6 Stunden. Deswegen ist es für uns nicht so einfach. Der Schnee ist jetzt nicht so gut, aber mit künstlichem Schnee werden die Pisten gut zu fahren sein. Für das Skierlebnis nehmen die Hobbysportler ganz schön was auf sich. Neben langen Anreisen stört sie auch das Schlangestehen am Lift nicht oder das Warten im Wirtshaus. Leider bin ich ein Schönwetter-Skifahrer und ich nehme es in Kauf, dass ich 1 bis 2 Stunden, also 2 Stunden mit dem Auto hierher fahre. Man merkt, dass in den Skigebieten, wo der meiste Schnee ist, ist halt sehr viel los. Im Hinblick auf die Zukunft sind nicht alle Skifahrerinnen so optimistisch. Bei den Preisen spielen viele Faktoren hinein. Von Strompreis über Personalaufwand und dem Wasserverbrauch bei den Schneekanonen, wenn nicht genug Schnee fällt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das jetzt zur Zeit kostet. Ich glaube, das sind so 45 Euro. Wenn es dann an die 60 geht, da wird es schon langsam eng werden. Für die Breite ist das schon ein sehr teurer Spaß. Ich denke auch an Familien mit kleinen Kindern. Das wird dann schon eine kostspielige Sache. Ein Faktor, den niemand vorhersehen kann, ist das Klima. Also ich denke, dass das Klima uns als Skifahrer noch einen Strich durch die Rechnung machen wird oder den Menschen überhaupt auch. Ja. Also lautet das Motto für diese Saison, das Skifahren genießen, solange es machbar und leistbar ist.